Spring in einem Gebiet mit möglichst vielen Spielern zusammen ab. Wenn du dann nicht sofort eine Waffe findest, kannst du hervorragend üben, Kugeln auszuweichen. Wenn du eine Waffe und Munition findest, lade die Waffe nicht sofort. Es macht das Spiel viel spannender, wenn du das erst im letzten Moment tust. Wenn du einen Gegner angreifst, achte nicht auf die Magazingröße. Überlass es dem Zufall, ob du genug Kugeln hast. Und versteck dich auch nicht zum Nachladen. Lass die Türen immer auf, wenn du irgendwo reingehst. So kann von außen jeder sehen, wo du reingegangen bist. Und du lockst deine Opfer direkt zu dir. Lauf immer in der Sonne und möglichst auf offenen Feldern. Nur Feiglinge verstecken sich im Schatten oder in Deckung. Steuere immer direkt auf die roten Zonen zu. Die sind oft eine super Abkürzung. Und außerdem gibt es fürs Durchqueren extra Punkte für Coolness. Merk dir nicht die Tastaturbefehle. Pro-Gamer wie du brauchen sowieso nur W und die linke Maustaste. Vergiss die Karte. Lauf einfach hin, wo du willst. Solltest du mal von dem blauen Ring eingeholt werden, kannst du ja immer noch in die richtige Richtung laufen. Sei immer möglichst laut. Besonders im Buggy werden schnell andere Spieler auf dich aufmerksam. So kannst du leicht potenzielle Opfer finden. Spiel mit Ton aus, damit du nicht direkt hörst, wenn sich Gegner nähern. So wird das Spiel erst zu einer Herausforderung. Kopfhörer sind was für Schwächlinge.